Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. In wenigen Minuten um 23 Uhr schließen in Italien die letzten Wahllokale. Und damit ist die Europawahl geschlagen. Und dann liegt auch für Österreich das Ergebnis inklusive Wahlkartenprognose vor. Bis dahin wollen wir uns den heutigen Tag noch einmal im Detail ansehen und analysieren. Dazu begrüße ich Meret Baumann, Korrespondentin für Österreich und Ostmitteleuropa für die Neue Zürcher Zeitung. Christoph Kotanko ist bei uns von den oberösterreichischen Nachrichten. Guten Abend. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Ressortleiterin vom Profil. Guten Abend. Frau Linsinger, ich möchte bei Ihnen beginnen. Es ist das erste Mal, dass die FPÖ bei einer bundesweiten Wahl auf Platz 1 ist. Ist es ein Sieg, der Harald Wilimski, Herbert Kickl oder doch der Schwäche der anderen Parteien zuzuordnen ist? Am wenigsten davon Harald Wilimski, das zeigen auch die Umfragen. Es liegt natürlich an der Schwäche der ehemaligen Großparteien. Die ÖVP ist regelrecht abgestürzt, die SPÖ schwächelt vor sich hin und der FPÖ ist es sehr gut gelungen zu emotionalisieren. All die Dinge wie ihre Nähe zu Putin, der Brutalo-Wahlkampf haben überhaupt keine Rolle gespielt. Sie ist sehr gekonnt, auf dem Zorn gesurft und hat so Wutproben abgeliefert, hat gepoltert gegen Gendern, Klimaschutz, was weiß ich noch alles und hat den Zorn vieler eingesammelt, während es bemerkenswerterweise der SPÖ als größte Oppositionspartei gar nicht gelungen ist, vom Vertrauensverlust in die Regierung zu profitieren. Die FPÖ hat so die Sehnsucht nach der guten alten Zeit beschworen, hat gesagt, sie will den Wahnsinn stoppen. Dem sind sehr viele gefolgt. Das war gerade in Zeiten der großen Krisen offensichtlich sehr attraktiv. Wir sehen das auch in anderen EU-Ländern, dass sich das Wahlergebnis in einem Minus meistens für die regierenden Parteien ausspricht. Jetzt haben Sie auch gesagt, die SPÖ konnte dieses Momentum nicht nutzen. Herr Kotanko, warum nicht? Nun, ich glaube, dass die SPÖ einfach nicht geschlossen genug ist, dass Andreas Babler in seiner Partei immer noch Widerstände hat. Abgesehen davon war auch der Wahlkampf des Spitzenkandidaten Schieder nicht wirklich klar genug. Gewonnen haben ja heute die Parteien, die die klarsten Botschaften hatten. Die europafreundlichste Partei, die Neos, und die europafeindlichste Partei, die Freiheitliche Partei. Und diese klare Kante hat die SPÖ vermissen lassen. Übrigens auch die ÖVP hat das nicht gehabt, weil außer dem Verbrennermotor und ein bisschen Asyl- und Migrationsthematik ist von der ÖVP eigentlich auch nicht viel hängen geblieben. Wenn es da jetzt um diese klare Kante geht, Frau Baumann, wie viel Emotion und wie viel Sachthemen waren denn da im Wahlkampf ausschlaggebend? Also ich glaube, ausschlaggebend war am Schluss tatsächlich die Emotion. Ich finde, insgesamt war der Wahlkampf besser als sein Ruf, weil es wurde durchaus über Inhalte diskutiert, auch europäische Inhalte, nicht nur nationale Fragen. Aber ich glaube, am Schluss schon, vor allem auch im Wissen, dass diese wichtigere nationale Wahl so kurz bevorsteht, dass am Schluss schon die Emotion den Ausschlag gegeben hat. Diese Nationalratswahl, die Sie ansprechen, die steht jetzt eben bevor und deswegen nutzen die Parteien auch diesen heutigen Tag schon, um in die Zukunft zu blicken. Welche Lehren müssen denn die Parteien aus dem heutigen Tag ziehen? Die Europawahl ist sicher der Seismograph für die Nationalratswahl und eine Lehre ist, dass man kurze, klare, knappe Botschaften bringen muss, um von den Wählerinnen und Wählern gehört zu werden. Das war in diesem Wahlkampf vielleicht nicht ausreichend der Fall. Im Nationalratswahlkampf wird das anders sein, denn die Parteien werden ja ihre Lehren daraus ziehen. Es sind ja noch einige Monate bis zum Wahltag und ich bin ziemlich sicher, dass alle Parteien aus dem heutigen Ergebnis lernen werden. Wird es da dann auch wieder mehr um Inhalte gehen? Das wäre schön, weil der Europawahlkampf schon sehr dominiert war, gerade von der Aufregung um die Kandidatin der Grünen. Ich denke, für die ÖVP ist eine wesentliche Lehre, sie verdankt ihre Wahlsiege seit 2017 unter der Hochphase von Sebastian Kurz ihrem damaligen Versprechen, die Balkanroute zu schließen, gegen Migration aufzutreten. Heute wissen wir, dass daraus nichts geworden ist. Sie hat es im Wahlkampf versucht mit einer Anbiederung an FPÖ-Themen, mit bisschen Populismus light, auch mit so Showpolitik wie Leitkulturdebatten, Blasmusik etc. etc. Das durchschauen die Wählerinnen und Wähler. Es braucht klare Botschaften und ein klares Ziel. Und ich denke, gerade die Neos haben vorgezeigt, wie man es machen kann.
Nur eine Ergänzung dazu. Laut den Nachwahlbefragungen hat die FPÖ besonders viele bisherige Nichtwählerinnen und Nichtwähler mobilisiert. Bis jetzt sind diese Nichtwähler eher so auf der Seite gewesen, hat sich niemand wirklich dafür interessiert. Das wird eine Lehre sein für die Nationalratswahl, dass man sich um dieses Wählersegment besonders bemüht. Bedeutet das dann auch im Wahlkampf, dass es heißen wird, alle gegen die FPÖ? Also ich glaube, das wissen wir ja noch nicht definitiv. Ich glaube, es wird ganz wichtig, wer Platz 2 macht. Wenn die ÖVP tatsächlich auf Platz 2 kommt, wie die Trendprognose das sagt, dann kann die ÖVP und Karl Nehammer weiterhin sich als die Kraft präsentieren, die die Kickl herausfordert oder irgendwie noch verhindern könnte. Und wenn die ÖVP Platz 2 erreicht bei der Nationalratswahl im Herbst, dann hat sie gute Chancen, das Kanzleramt zu verteidigen, meines Erachtens. Und ich denke, das wird ganz entscheidend sein. Das werden wir wissen in ein paar Minuten. Dann in ein paar Minuten gibt es dann auch Ergebnisse aus anderen EU-Ländern. Und auch da setzt sich der Trend fort, den wir auch in Österreich beobachten. Frankreich zum Beispiel, wir haben es vorher in der ZIP 2 gehört. Dort hat die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen deutlich die Führung übernommen. Macron hat Neuwahlen ausgerufen. Cornelia Primosch hat gesagt, ein riskanter Poker. Das ist es definitiv. Er setzt offensichtlich einerseits auf seine persönliche Überzeugungskraft und andererseits auf das Mehrheitswahlrecht, das ihm das sichern soll. Ich denke aber, man sieht an diesem gesamteuropäischen Wahlergebnis schon, wie sehr Europa in der Krise ist. Wir haben es die vergangenen Monate, Jahre gesehen. Europa wird droht von China, den USA abgehängt zu werden, technologisch und wirtschaftlich. Es stellt den geopolitischen Herausforderungen, sei es jetzt im Iran, in Israel, teils auch in Russland, Ukraine, teils ein wenig hilflos gegenüber. Die Diskussion um Vertiefung, Erweiterung traut sich auch niemand recht zu führen. Viele Instrumente, Währungsunion etc. sind schon reichlich angejaht. Das heißt, es bräuchte eigentlich dringend einen Erneuerungsprozess. Das ist aber mit dem Siegeszug der Nationalisten jetzt umso schwerer durchzuführen. Wie wird es denn dann inhaltlich weitergehen? Na, wir brauchen vor allem eine Neuausrichtung, was die Diskussion um die europäische Einigung betrifft. Derzeit ist es ja so, dass die Misserfolge europäisiert werden und die Erfolge nationalisiert. Mhm. Und diese Grundeinstellung muss sich in meiner Meinung nach gravierend verändern. Wir haben zuerst gesprochen, heute ist ein historischer Wahlabend. Das betrifft Österreich, aber Frankreich auch und genauso Deutschland. Weil, wie wir gehört haben, in Ostdeutschland die AfD praktisch überall an erster Stelle. Und das sind Veränderungen, die wirklich historisch zu nennen sind. Wenn wir dann zu unseren Nachbarn schauen aus Ungarn, gibt es derzeit noch keine Ergebnisse, aber Ungarn wird wohl rechts bleiben, egal ob Viktor Orban gewinnt oder sein größter Herausforderer Peter Matja im Stimmen sozusagen abluchsen kann. Wie geht es da weiter? Es wird sogar einen deutlichen Rechtsruck geben, weil Peter Matja grundsätzlich sich als bürgerlich, nationalistisch, eher sogar EU-skeptisch positioniert hat. Er möchte auch der EVP beitreten nach der EU-Wahl. Und ich denke, eine ganz wichtige Frage insgesamt für das Europäische Parlament auch ist, welcher Fraktion sich der Fidesz anschließen wird, die Partei von Viktor Orban. Weil das ist wenig ein Thema, aber seit 3 Jahren ist der Fidesz in keiner Fraktion. Der hatte immerhin 13 Abgeordnete jetzt in den letzten Jahren. Er wird wahrscheinlich 1 bis vielleicht sogar 3 Mandate verlieren. Aber er wird natürlich umworben sein von diesen rechten Fraktionen und ist ein Regierungschef. Also insofern wird das sehr interessant, wo sich Orban anschließt. Sehr interessant eben, wie sich diese rechten Fraktionen auch bilden werden. Wir haben auch Harald Wilimski in der ZIP 2 gehört. Er möchte da mit allen sprechen, ist da sehr offen für Gespräche. Aber wir verlässlich und wie vor allem beständig kann denn ein Zusammenschluss von Nationalisten sein? Ist prinzipiell schwierig, weil national ist eigentlich ein Widerspruch zur Idee vom gemeinsamen Europa. Und wir haben in diesem Wahlkampf schon gesehen, ich erinnere an die Skandale um die AfD, an die Ausschlüsse, als auch an die Streitereien innerhalb der rechten Fraktionen, wie fragil diese Bündnisse sind. Da kann noch etliches passieren, da ist der Zusammenhalt sehr schwierig. Und bei vielen Grundprinzipien, die FPÖ ist eher Russland nahe, andere Rechtsparteien sind das eher nicht, gibt es doch erhebliche inhaltliche Differenzen. Das wird also noch wirklich schwierig werden in den nächsten Monaten.
Mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wie glaubwürdig steht denn die Europäische Union nach diesem Wahlergebnis gegenüber USA oder auch China da? Sie hat sicher ein Problem, sich hier glaubwürdig darzustellen. Ich möchte nur eines noch sagen, im Europäischen Parlament wird es in Zukunft ungefähr ein Viertel der Abgeordneten von rechten oder rechtsextremen Parteien geben. Das heißt, drei Viertel sind nicht rechtsradikal. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Einschätzungen bedanken, Eva Linzinger, Christoph Kotranko und Merit Baumann. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Ihnen eine erste Einschätzung geben. Hier geht es jetzt gleich weiter mit Armin Wolf und Martin Thür, die Ergebnisse inklusive Wahlkartenprognose für Sie vorbereiten. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen noch einen spannenden Wahlabend. Auf Wiedersehen.